Hallöchen und herzlich willkommen zurück bei Miss Survival. Auf geht's, liebe Freunde. Wir machen uns auf zum Banditenlager an der Kirche. Ich würde erstmal, wir machen uns nochmal frisch, eine Kleinigkeit essen und ein Schlückchen Wasser drauf. Das muss ihm erstmal reichen. Inventar ist soweit leer. Munition. Haben wir eigentlich mehr als genug dabei. Double Barrel Shotgun, den Colt und die Hunting Rifle. Ja, das sollte passen. Den Hammer, um noch ein bisschen was kaputt zu prügeln. Ich würde sagen, ich habe alles dabei. Dann jo, schwingen wir uns ins Auto und fahren mal los. Wie schlimm soll es werden? Ja, ich bin gespannt. So, der Wagen, beziehungsweise der Schrank ist leer, ne? Oh, hier ist noch Zement drin. Ja, komm, den lässt jetzt mal drin, da den einen Slot. Werden wir schon verkraften. Ah, hier ist ein... Ja, Axt, Hammer. Na gut, ein Hammer brauchst du jetzt nicht so dringend wahrscheinlich, aber... Ja. Okay. Ab geht's. Wir fahren. Wir sind jetzt hier. Wir probieren tatsächlich jetzt mal aus, über den Fluss zu fahren. Ihr habt geschrieben, an manchen Stellen kommt man da gut rein und raus. Dann brauchen wir nicht hier über die Brücke fahren. Dann fahren wir hier ins Dorf oder hinter dem Dorf lang. Hier runter. Und hier sollte die Kirche sein. Wenn ich mich da recht entsinne. Da bin ich ja mal gespannt. Jetzt ist natürlich die Frage, wo kommen wir hier geil rein und raus? Das sollten wir vielleicht vorher mal ganz kurz abchecken. Also hier sieht es ja so scheiße gar nicht aus. Warte kurz. Oh, hier hat der Floki wieder nicht anständig aufgeräumt. Was geht ab? Ja, zumindest die Stämme kannst du mal noch kurz reinpacken. Den Rest machen wir, wenn wir wiederkommen. Komme ich hier? Geht das? Warte mal. Mega nice. Okay. Das hat gut funktioniert. Jetzt musst du nur hier den anständigen Weg mal runterfinden noch. Ohne das Auto zu zerlegen. Wir haben ja immer noch keinen... hier ist doch gut. Glaube ich, oder? Hier ist perfekt. Immer noch kein Wagenheber. Aber das soll uns jetzt mal nicht aufhalten. Wir zischen los. Fahren wir hier durchs Dörfchen. Dann fahren wir hier hinten rum. So. Ich bin sehr gespannt. Kann natürlich sein, dass wir da noch schon den nächsten NPC finden. Ich bin mir gar nicht mehr so sicher. Da hinten geht's durch, ne? Oh, Alter. Okay. Mach langsam. Dann müssten wir, wenn wir den mitnehmen oder raushauen aus dem Lager. Oh Gott, Entschuldigung. Als nächstes dann aber die Cabin bauen, dass die zwei dann da drin wohnen können. Das wird mir dann auf dem Turm ein bisschen zu eng und zu nervig. Aber ist ja kein Problem, können wir ja machen. So, warte mal, jetzt immer. Müssen wir mal ganz kurz auf der Karte schauen. Erstmal ein Bär jetzt. Nee, ist keiner da, Gott sei Dank. Nee, nee, Karte ist hier. So. Nee, wir sind jetzt hier rumgefahren, genau. Dann sind wir jetzt hier in der Kreuzung. Das heißt, einfach rechts weg und die nächste dann... links rein.
Ach Mist, ich hab was vergessen. Shitty. Ich wollte eigentlich mir ein bisschen Rüstung noch anlegen. Hallo? Oh, hier sind auch Zombies. Oh, das wäre jetzt erstmal nicht so schlimm. Ups. Wir sind ja im Haus, ne? Da passiert ja nichts. Hier oben müsste die Kirche sein, oder? Täusche ich mich da? Ich lasse das Auto jetzt erstmal hier unten stehen. Ja, da oben ist er. Freunde, es geht wieder scharf. Da ist der erste Bandit. Ich sehe ihn. Erster Schuss, Sniper Rifle, gleich eine Niete. Okay, das ist schlecht. Ich versuche hinter das Auto zu kommen. Okay. Scheint zu gehen. Raumstart! Ich sehe. Ah, guck mal, da habe ich wen gesehen. Die Frage ist, kann man hier... Nein, da kannst du nicht durchschießen, wie es aussieht. Das ging. Ah, Mist. Lad mal nach, bitte. Was ist denn mit ihm? Okay. Der Sniper Rifle ist schon geil. Oh oh. Wir haben drei haben wir gekillt, ne? Ah, verdammt! Okay, den hättest du mal hitten können. Der war nicht so schwer. Nice, der nächste. Jetzt haben wir nur noch den hier an der Tür, glaube ich, oder? Wo läuft der hin? Ne, es sind noch auf jeden Fall noch zwei. Den treffe ich nicht. Shit. Wo hab ich denn den hingeschossen? Okay, den hast du. Nachladen. Das ist ja eine Munitionsverschwendung, Floki. Was machst du? Okay, die Ecke. Also manchmal ist die Hitbox merkwürdig. Vielleicht schieße ich auch einfach scheiße. Ich weiß es nicht genau. Nein! Die Aufregung kickt rein. Okay, der ist ins Haus gelaufen.
Kommt er wieder raus? Und wo ist Nummer 2? Hier ist noch einer irgendwo. Oh. Den kann ich irgendwie nicht hitten. Mist. Ich muss näher ran wahrscheinlich. Ich habe Angst, dass er mich jetzt noch wegklotzt. Oh, da. Naja, den trifft er nicht. Oh, Mist. Das war schlecht. Schade, ich dachte, ich kann die von hier alle wegschälen. Ich sollte mal warten, bis ich einen wirklich guten Schuss setzen kann. Wo ist denn der jetzt wieder hin? Habe ich den? Nee, den habe ich nicht. Schade. Ich gehe den gleich mit der Schrote holen, ich sag's dir. Scheiße, da! Hab ich. Das war genau drauf, der Schuss. Das war doch wieder der letzte, oder? Mann! Scheiße! Alter Schwede, okay. Ist blöd gelaufen, aber auch nicht ganz so schlimm. Wir kriegen das auf jeden Fall besser hin. Ich habe ja so viel Munition durchgebolzt. Oh Mann, der letzte. Mal wieder gut, dass wir vorher gespeichert haben. Oh. Freunde, wir haben noch mal ein bisschen Action vor uns. Jetzt schämen wir die aber besser weg. War der erste Versuch mit der Hunting Rifle. Auto war an sich nicht verkehrt. Du musst halt nur ein bisschen geduldiger abwarten, um die Schüsse zu setzen. Und manchmal bin ich unzufrieden mit der Hitbox. Oder mit meinem Skill. Ich bin mir unsicher. Oh Gott, hier sind gleich zwei direkt. Kriegst du die beide weg? Der andere hat sich verpisst. Schnell hier vorne hin wieder. Hat keiner mitgekriegt? Oh doch. Scheiße. Wo ist denn der hin? Er hat es noch nicht so richtig gepeilt hier, glaube ich. Der chillt noch. Oh, der war schlecht. Okay. Und das noch mehr diesmal oder was ist hier los? Sehr gut. Der ist auch weg. Raus.
Der hier nervt mich. Ah, schade. Einen Schuss hast du noch. Sehr gut. Okay, ich glaube, wir kriegen es diesmal geiler hin. Nice. Manchmal sitzen sie nicht. Keine Ahnung, ob da irgendwas im Weg ist. Vielleicht das Auto hier vorne. Der ist mir abgehauen. Wo sitzt der andere hier? Der die ganze Zeit auf mich ballert. Der hat sich wohl von hinten an uns rangeschlichen. Ja, schade. Hat wohl nicht hingehauen. Jetzt mit der richtigen Wut im Bauch. Klappt's bestimmt viel geiler. Den erwischt? Nee, habe ich nicht. Den habe ich erwischt. Da hinten scheint noch einer zu sein. Pass diesmal auf, dass dich nicht wieder einer von der Seite wegknallt. Den hast du auch erwischt. Sehr gut. Aha, so langsam kriegt er Übung. Oder was? Mist. So, das könnte der letzte sein. Den machst du jetzt aber. Let's go. Schießt der jetzt wieder aus dem Haus raus? Oder wo ist der? Der läuft doch bestimmt hier gleich nochmal lang, oder? Oder ich... Wo ist er? Hat er gesessen? Ich glaube, er hat gesessen. Ich glaube, wir haben es, Leute. Ich loote hier schon mal ein bisschen. Und dann gehen wir mit der Schrote mal vorsichtig durch und gucken, ob hier noch wer lebt. Junge, hat der ein Zeug dabei. War der einkaufen gerade oder was? Ihr Kippchen hat er auch mitgebracht. Okay, Schrote. Nicht den Hammer, die Schrote. Weißt du, wenn du musst, aus kurzer Distanz ihm am besten direkt nochmal ins Gesicht schießen kannst. Schießt keiner auf uns? Links auch nicht. Ich glaube, wir haben es. Geil. Jo. Ein Brokkoli. Nice.
mal wieder Handschuhe und ein Hemd. Ja, weiß ich nicht, ob man das unbedingt braucht. Was ist das denn? Full Restore. Hä? Okay. Ist das eine komplette Heilung oder was? Uiuiuiuiuiui. Er hat ein Möhrchen dabei. Die Leute haben ja ganz schön coolen Loot hier bei der Kirche. So, ihr zwei noch. Jetzt mal gucken, dass ich euch hier noch leer kriege. Jo. Er hat eine schöne Waffe. Bisschen was zu essen. Und noch ein Kippchen. Okay, die Jungs haben wir gelootet. Bin mir hier bei dem hier vorne. Habe ich den? Ja doch, den habe ich auch. Ne, den habe ich nicht. Was hast du noch so dabei? Jede Menge Brokkoli, ein Filter für eine Gasmaske. Ich würde das Auto holen. Ich glaube, wir sind sicher hier oben. Damit ich halt schneller beladen kann. Ja, ist gut. Fahren wir mal zumindest hier vorne ran an die Kirche. So, oh Gott. Über einen Baumstamm? Na, ist egal. Hier kommst du nie wieder raus, oder? So. Schmeißen wir mal schnell hier alles rüber und dann geht's weiter. Oh. Da war's schon voll. So. Hast du ihn hier? Ja, ihn hast du, ne? Ja. Aber er hatte noch was dabei. Den Hut kannst du mir mal geben, dann brauchst du eh nicht mehr. Was zu essen. Wie er völlig aufgeregt ist und die Sachen durch die Gegend schmeißt. So. Ach, geil. Hier oben das Feuerholz brauche ich jetzt nicht unbedingt. Aber in die Autos würde ich mal reingucken wollen. Ah ja, genau deswegen. Vier Liter Sprit nehme ich auch kurz mit. Ah ja, fast 4 Liter. Sehr gut. Sollten wir uns schon einladen. Ich hoffe, es kommt kein Mist. Zumindest jetzt noch nicht. Nicht so früh, bitte. Nicht, dass hier noch einer von draußen reinkommt. Was weiß ich, wenn er gerade pinkeln war. Fischbucket, sehr gerne. Ist hier was drin? Nö. Eine leere Flasche, ja, bisschen Clay. Wood Scrap. Die haben wir gelootet. Im Zelt hast du nix. Wood Scrap würde ich tatsächlich mitnehmen, den können wir uns nicht selber herstellen. Die Dinger kannst du wegprügeln. Hier oben noch was? Nee, hier ist leer. Was mit dir? Dich hatte ich auch noch nicht. Geil. Du hast noch schön ein bisschen Muni dabei, da freue ich mich. Ganz schön was durchgebracht eben. AK Drum Magazine. Geil, was zum Waffe aufwerten. Da habe ich mich ja noch gar nicht mit befasst. Das müssen wir uns dann mal angucken. Den Vorderbereich haben wir. Hier ist noch ein Reifen. Nimm den mit.
glaube, du lädst lieber nochmal aus, ne? Bist schon fast wieder voll. Und dann gehen wir rein in die Kirche. Da wird es auch noch ein bisschen geileren Stuff geben. Der ganze Brokkoli, weißt du? Ich weiß gar nicht, was ich damit alles machen soll. So. Schränke sind voll. Ich hoffe, wir finden da drin noch einen Spind oder so, den wir mitnehmen können. Sonst wird es knapp mit dem Loot. Da musst du wieder ganz schön zusammenrollen. Ist hier noch wer? Jo, ist ein Rucksack-Upgrade. Ne, hier ist schon mal keiner mehr drin. Das ist gut. Nochmal zwei Slots. Das hier kannst du nicht. Schaufel? Na ja, gut, naja. Gebetsbücher brauchen wir jetzt nicht so dringend. Jo, wer liegt hier rum? Die Rachel. Rachel, alles klar? Haben sie mit dir gemacht? Ja, komm, ich hau dich raus. Gun Trained Sniper. Close Combat Trained. Close Combat Trained. Herzlich willkommen, Rachel. Noch ein NPC, der uns nerven kann ohne Ende. Am wichtiger ist schon fast der Raum. Hier sind Spinte. Nice. Eine Fishing Rod und hier ist auch der geile Bogen noch. Alles klar. Wir sind am Start mit Pfeil und Bogen. Oh, hier ist noch Motor drin. Da kannst du doch wieder dich nicht mehr bewegen, wenn du den jetzt aufnimmst. Allerdings kannst du ja erstmal alles hier reinräumen. Boah, diese Mounting Parts sind ja richtig schwer. Kann ich den Motor aufheben? Ja. Dann packe ich den direkt hier rein. Und die beiden Spinte würde ich dann... Wow. Oh, hier ist sogar noch eine schusssichere Weste drin. Mega nice. Den nehmen wir beide mit. Leg mal kurz die Schrote weg. Sonst schieße ich gleich wieder aus Versehen, wenn ich jetzt hier an diesen Dingern... Ah. Von rechts nach links, ne? Ihr habt es erwähnt. Dann zickt euch nicht so rum. Alter. Will ich denn hier wirklich nicht raus? Doch, jetzt. Nice. Schnell aufs Auto damit. Dass noch irgendwas schief geht. Ich will den Loot auf jeden Fall sichern. Mach den mal, ja, irgendwie so ein bisschen gerade oder was. Nummer 1. Geil. Und Nummer 2. Ja, ja, so. Nein, nein. Ganz runter, bitte. Ah, scheiße. Wie habe ich denn das eben gemacht? Warte. Ja, fast. Diese scheiß Spinte, du. Ich sag's euch. Nicht draufhauen. Ja, okay, jetzt haben wir es. Irgendwie hier rausgepopelt. Gut, die Lappen haben wir. Wieder dreimal gestorben, aber komm, ich hatte auch den einen oder anderen Schuss dabei, der eigentlich hätte sitzen müssen. Aus meiner Sicht zumindest. Aber ich stand vielleicht auch einfach scheiße. Wo war das zweite Ding? Ja. So, dann würde ich sagen, hier drin haben wir doch jetzt alles, ne?
Wir gehen mal außen rum, noch mal eben schauen. Hier kommt man nicht hoch. Okay. Sollte ich das jetzt schon mal sichern? Ist ja schon kommen. Hier steht gleich noch einer um die Ecke, der mich weglötet. Dann breche ich aber in Tränen aus. Aber der hätte schon längst auf uns geschossen, oder? Aber kann doch immer sein, dass er irgendwo hier dran gebackt ist. Oder sitzt einer auf dem Klo? Wir werden es gleich erfahren. Nein. Stell dir mal vor, du sitzt auf so einem Dixie, einer reißt die Tür auf, hält dir eine Schrotflinte unter der Nase. Dann geht's aber gut durch. Bist du froh, dass du auf so einem Dixie sitzt? So, zwei Batterien nochmal, sehr schön. Eine Schere. Habe immer noch nicht probiert, ob man die. Warte, was? Nö. Zusätzlich zu den Nägeln an die Baseballkeule machen kann. Aber die ist ja so schon nicht verkehrt, ne? Also von daher. Ich hoffe, ich habe hier nichts übersehen. Geh noch mal kurz hier rechts hoch. Hier ist nichts. Und ihr habt geschrieben, man kann hier in den Raum auch irgendwie reinglitschen. Ich meine, bringt ja nichts, weil eigentlich musst du das Lager ja so oder so vorher räumen und du brauchst ja auch keinen Code dafür. Aber vielleicht war auch was anderes gemeint. Irgendwas stand da mit der Kirche. Ah. Die nehme ich doch auf jeden Fall nochmal mit. Sehr gut. Irgendwie kann man da auch hier rein, oder? Da ist noch ein Turm. Guck mal ganz kurz. Nee, da ist auch nichts drauf. Ach, da vorne kommst du auf den Friedhof, aber. Ich weiß jetzt nicht, ob da noch was war. Das kann man nicht mehr so gut lesen, was da drauf steht. Das ist ja ein dicker Hügel hier. Nö, ich glaube, hier ist nichts. Nö. Das können wir nicht. Und hier? Nö, würde ich sagen, sind wir durch. Dann lass uns schnell noch die Autos abräumen. Und dann können wir los. Komponenten haben wir jede Menge durchgebracht. Jetzt die letzten Folgen beim Bau des Zauns und so. Da müssen wir dringend mal wieder für Nachschub sorgen. Und vielleicht haben wir Glück und wir kriegen hier nochmal was Geiles raus. Was weiß ich, ein Zahnräder oder ein Motor. Sollten wir auf jeden Fall nicht stehen lassen. Und dann würde ich auch gern zusehen, dass wir loskommen. Nicht, dass doch nochmal ein Mist hier auftaucht. Hast du hier reingeguckt? Ja. Dann haben wir das doch relativ gut hinbekommen. Im dritten Versuch, glaube ich. So, sehr schön. Und noch die beiden, dann sind wir durch.
glaube, dann haben wir alles ganz gut abgelootet. Na, ja, hier hinter dem Holz wird wohl hoffentlich nichts mehr sein. Kann man diese Zelte abbauen? Oh, ich habe auch bald keine Stamina mehr. Sollte ich mir lieber fürs Auto aufheben. Ansonsten essen wir gleich eine Kleinigkeit. Aber für das Auto müsste es noch reichen. So, gib ihm. Ah, jetzt hat er keine Stamina mehr, okay. Ein Schlag noch? Um einer noch. Ah, scheiße. So, dann mach das schon mal rein. Das in hier. Eine Axt. Oh, okay. Oh, gut. Loot ist voll. Lootboxen sind voll, die wir mit haben. Lootboxen vor allem. Dann würde ich sagen, war das eine erfolgreiche Runde. Ich fahre mal das Auto. Oh, was habe ich da bekommen? Batterien? Waren die auch im Auto? Cool. Ich fahre mal eine Runde und will mal speichern. Das ist jetzt irgendwie gerade, der Drang wird immer stärker. Bevor hier noch was in die Hose geht. Oh, bitte zersägt das Auto jetzt nicht beim Rausfahren hier. Ich drehe mal hier. Oh nein, der Stamm. Nicht doch. Ja, fahren nochmal drüber. Das ist auch ja irgendwie in die Hose geht. Oh Gott. Okay, nice. Ja, sieht gut aus. Wir safen. Geplanscht ist so. Hier sind doch bestimmt viele Fische drin. Dann könnt ihr auch mal versuchen, unseren ersten Fisch zu angeln. Bevor wir abdüsen. Aber ich würde gerne noch das eine Auto da oben holen. Hä? Oh, 4 Liter Sprit nochmal drin. Ja gut, die nehme ich. Das lohnt sich. So, hat auch wieder ein bisschen Stamina, dann kriegen wir das Auto locker weg. Geil. Ich freue mich auf den Bogen. Können wir uns nochmal ein paar Pfeile machen. Wir haben ja schon so einige gefunden. Ah, eine Batterie gab es diesmal. Ist das hier? Ja, Kippchen. So. Vielen Dank, liebes Kirchenbanditenlager. Wir machen uns auf den Weg. Ich bin sehr zufrieden. So, dann heißt es jetzt auf nach Hause. Oder vielleicht bleibe ich sogar hier. Ja, ich bleibe hier. Wir machen in der nächsten Folge, holen wir uns noch einen Fisch raus. Und dann machen wir uns zusammen auf dem Rückweg nach Hause. Vielleicht können wir den Spot nochmal ablooten. Je nachdem, ob wir noch ein bisschen... Ja, so viel Platz haben wir jetzt nicht mehr, aber vielleicht finden wir ja noch eine Kiste hier drin oder so. Ah, hier ist wieder so ein Klo für Unentspannte. Naja. Ja. Aber ich denke, hier ist ein guter Platz, um eine kleine Pause einzulegen. Ich freue mich auf euch morgen in der Folge und hoffe, ihr hattet Spaß in dieser beim Zusehen. Dann herzlichen Dank und macht's gut. Bis denne. Tschüssi. Wir haben einen Bogen. Wir haben einen Bogen. Und zwar einen guten.